Der US-Außenminister hält das unter Barack Obama geregelte Atomabkommen mit dem Iran für einen großen Fehler und plädiert für eine Kündigung der Vereinbarung. Bei dem Abkommen aus dem Jahr 2015 vereinbart der Iran mit den 5 UNO-Vetomächten USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China die friedliche Nutzung von Atomenergie. Eine militärische Nutzung wird streng ausgeschlossen. Die iranische Regierung verpflichtet sich außerdem, ihre Urananreicherung deutlich zurückzufahren und scharfe Kontrollen durch die internationale Atomenergiebehörde zuzulassen. Im Gegenzug hebt der Westen einen Teil seiner Finanz- und Handelssanktionen gegen das Land auf. Obwohl sich der Iran bislang an den Deal hält, sieht Tillerson die Vereinbarung als gescheitert und lässt das Abkommen überprüfen. Er warnt auch vor einem Aufstieg Irans zur Nuklearmacht und wirft dem Land außerdem alarmierende Provokationen vor, um den Nahen Osten zu schwächen. Für Tillerson erfüllt das Abkommen nicht das Ziel, das Land vor einer Entwicklung von Atomwaffen abzuhalten. Nach den Spannungen mit Nordkorea fürchtet der Außenminister, dass es ähnliche Probleme mit dem Iran geben könnte. Der Iran ist der weltweit führende Sponsor des Terrorismus und verantwortlich für die Intensivierung mehrerer Konflikte. Außerdem untergräbt er die Interessen der USA in Ländern wie Syrien, Jemen, Irak und dem Libanon und macht weiterhin Druck gegen Israel. Ein unkontrollierter Iran hat das Potenzial, denselben Weg wie Nordkorea zu gehen und die Welt mitzureißen. US-Präsident Donald Trump ordnet jetzt eine Prüfung des Abkommens durch den Sicherheitsrat an. Diese wird 90 Tage dauern. Dann wird entschieden, ob die USA aus dem Deal aussteigen oder bleiben.